Schau mal ganz kurz, ob es läuft. Ja, aber traurig, wenn nicht. Ich habe ja immer wieder das Problem, dass ich immer nachgucken muss. Und es sieht... Schau mal ganz... Ja, es läuft. So, dann bewegen wir uns mal Richtung Fahrkartenautomat und kaufen uns eine Karte. Da ist eine Art... Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Oh, großer Gott, ein Ticket, ein Ticket, ein Ticket! Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran, Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Spitz, es ist also einer dieser Tage, ja? Gott, ich sollte heute nicht mal bei der Arbeit sein. Nein, eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Oh mein Gott! Mal sehen, 11 Buchstaben senkrecht, fängt mit I an, inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, hey, Moment, legen Sie ja nicht auf. Wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh, 5 waagerecht Bauernhoftier. Vielen Dank. Wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyber aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. So wollen Sie also spielen, ja? Okay, letzte Chance. Geben Sie mir ein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment, nein. Denken Sie nicht an diesen Namen, streichen Sie das. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Bitte bleiben Sie dran. Oh, dein Ernst. Oh, töte mich hier und jetzt. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Es bricht mir das Herz. Dann nehme ich eben kein Ticket. Das ist deine Entscheidung. Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja. Oh mein Gott, Alte, lass mich durch. Ich muss gerade nicht telefonieren. Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Das behalte ich lieber. Hat er sich eigentlich verdient, diese rostige Klinge? Fettiges Papier, vielleicht bist du damit jetzt zufrieden. Das gebe ich nicht weg. Warum nicht? Ist nur fettiges Papier. Wo hast du das überhaupt her? Ein Stück Draht vom Entenbügel. Das macht keinen Sinn. Hm. Na bitte. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe den Klebstoff aufgemacht.
Und womit kann ich das Ding jetzt verkleben? Das muss nicht. Immerhin habe ich es aufgemacht. Keine Ahnung, wofür ich es noch gebrauchen kann. Irgendwie glaube ich nicht, dass ich hier weiterkomme. Kann ich denn nicht noch irgendwo weiter? Was ist denn hier? Ich wünschte, ich würde in Scranton wohnen. Tja, leider sind meine Nachbarn auch Arschgeigen. Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Nein. Türen habe ich übrigens keine in meiner Wohnung. Ich habe Rundbögen, also weiß ich nicht, wie Türen aussehen. Bis auf meine Eingangstür. Ich schaue gern Leuten bei der Arbeit zu. Klebe. Ich weiß, glaube ich, was. Das muss nicht geklebt werden. Schade, ich habe gedacht, dann würde ich hier die Pfoten auf dem Ding ins Festkleben. Das muss nicht. Junge, wer schreibt mir die ganze Zeit? Was soll das? Es ist 19 Uhr. Habt ihr keine Freunde? Na, okay. Komische Sachen, die keiner braucht. Aber wie komme ich denn jetzt weiter hier? Ich habe doch alles ausprobiert. Moment, kann ich nicht einfach... Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Sorry, wie konnte ich das... Okay, gehen wir nochmal zurück, wenn wir hier nicht weiterkommen. Ich habe Klebstoff. Womit kann ich den Klebstoff denn verwenden? Da geht's nicht rein, da geht's nicht rein. Ich kann mal zu dem Kerl gehen. Was bringt mir das? Oder kann ich ihm das geben? Muss ich nochmal alles testen. Das gebe ich. Dann gib es nicht weg. Vielleicht kann ich ihm Geld geben, wenn er das nicht will. Ja, klar. Almosen sind was für Nonnen. Meine schöne Klebstofftube? Ja. Das war ein Geschenk. Das wäre unhöflich. Hund. Ich hoffe, ich habe nichts in der Wohnung vergessen. Ich glaube aber nicht. Okay, den kann ich nicht mitnehmen. Hoch kann ich auch nicht. Fernbedienung. Warum? Weiß ich nicht. Das behalte ich lieb. Willst du vielleicht Reste vom Thunfisch-Sandwich? Das behalte ich. Okay, will er auch nicht. Dann kann ich nicht reden. Also ich muss da unten lang. Was übersehe ich denn? Kann doch nicht sein. Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte... Kann ich nicht einfach das Geld hinlegen? Oder vielleicht den Automaten? Spinnst du? Nein. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie wie die Meereshexe aus Die kleine Meerjungfrau aussehen? Nein, aber gut zu wissen. Sayonara. Ah, ich kann auch über das Mausrad aufmachen. Speichern wir vorerst ab. Sorry, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Einfach mal testen, was passiert, wenn ich das mache.
Nein, jetzt will ich das nicht mehr. Sowas lasse ich mir von keinem Tooltip bieten. Was muss ich tun? Die Mutter aller Tragbaren. Kann ich das Ding nicht irgendwie zerstören? So, ich mach das Ding jetzt weg. Jetzt gehe ich zur Spielkonsole. Mitnehmen kann ich sie nicht. Ach, komm schon. Das ist am Tisch fest. Ich. Das muss nicht. Das kann ich nicht rasieren. Warum nicht? Kannst du mal probieren. Vielleicht hat es einen besonderen. Oh, vielleicht. Hey, da mache ich doch alles dreckig. War eigentlich der Plan. Thunfisch-Sandwich. Es gibt kein. Das ist einfach nur dumm. Sorry, ich probiere das jetzt einfach mal. So weit waren wir. Hol den Besen, die Fernbedienung. Hab ich doch. Muss immer noch zur Arbeit. So. Gehst du mit dem Penner reden? Habe ich gemacht. Da habe ich die. Deine rostige Rasierklinge. Klebstofftour habe ich geholt. Die habe ich aufgemacht. Mails Brieftasche und Ring. Habe ich auch gemacht. Wer kommt denn auf sowas? Das ist am Tisch. Oh Mist, jetzt ist besetzt. Hab ich das gerade falsch verstanden? Nochmal nachgucken. Sobald sie den Hörer wieder aufgelegt hat, benutze die Gegensprechanlage. Hab ich doch gemacht? U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Ich brauche sofort medizinisches. Tut mir leid, ich bin gerade echt. Wenn da. Ist das so ernst? Ich komme mit dem Hilfesystem auch nicht weiter? What? So. Das hatte ich gemacht. So. Sobald sie den Hörer wieder aufgelegt hat, benutze die Gegensprechanlage neben dem Ticketautomaten. Das hab ich getan. Das hab ich getan. Mit dem Telefon. Meine Idee war schon richtig. Mein Gedanke war richtig. Nicht mit dem Ding, sondern mit dem Telefon. Wieso hab ich da nicht dran gedacht? Wieso hab ich wollte es da drauf machen, ich Idiot. Natürlich dahin. Ich glaube, du bist beschäftigt, Betty. Wiedersehen. Stehen bleiben. Oh shit. Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle.
Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Ah, es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter. Ach, kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? Die Sprüche sind geil. Ja, das Monster. Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert, wie Jessica Chabot meine E-Mails ignoriert. Ich meine, das war Betty. Ah, Betty. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Murray lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Oh mein Gott, haben wir viel zu anzusehen. Die braucht man zum Grill. Ja, dann nehmen wir uns doch was mit, oder? Die nehme ich lieber nicht mit. Könnte gefährlich sein. So denn, vielleicht wollen wir grillen. Oh, ein Bolzen. Den werden wir mitnehmen. Ein imposanter Globus. Und wie war das? Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. Sitzt richtig fest. Okay, wie könnte man den Bolzen denn lösen? Was haben wir denn dafür? Gar nichts. Hey, Moment mal. Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? Wow! Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfan. Tut mir leid, also gegen Grillen geht nichts. Grillen muss sein. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Heilige Macaroni! Sie haben da aber einen... Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht da eine kleine Murray-Figur. Wie kann ich den lösen? Also so komme ich definitiv nicht raus. Oder kann ich es aber auch versuchen? Nicht so schnell, Junge. Und ich bin... Aber ich komme zu spät. Okay. Du warst sowieso schon spät dran. Ein paar Minuten mehr machen es jetzt auch nicht fett. Also hinsetzen, Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Mann, so hänge ich hier bis Mitternacht fest. Ich muss ein... Ich weiß, dass ich den Bolzen... Oh, die Figur? Ein Globus voller kleiner Murrays. Es hat begonnen. Sie sind bereits hier. Sie sind hier, Murray ist hier. Hey, Mini-Murray, du gehörst jetzt mir. Na, Moment. Warum ist er jetzt gelockert? Nee, rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Was haben wir denn als Schmiermittel? Eine fettige Zeitung haben wir. Der Globus wackelt ja wirklich wie ein Rattenschwanz. Das riskiere ich lieber nicht. Aber das ist doch gerade der Plan, oder nicht? Dann muss ich die Figur wieder draufsetzen? Die lege ich nicht zurück. Das ist jetzt meine. Was? Damit ich... Nee, rührt sich nicht. Irgendwas fehlt noch. Aber was? Wo soll ich das kleben? Das muss nicht... Das kann doch nur mit damit gehen. Der Globus wackelt ja wirklich wie ein Rattenschwanz. Das riskiere ich lieber nicht. Was haben wir denn sonst? Noch was zu Geklinge? Zeitung. Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Das behalte ich. Die Lösung liegt nah. Verordnung. Aber ich komme irgendwie nicht drauf. Wieso nicht? Was kann ich denn noch machen?
Oh, mein Chat war deaktiviert. Das muss man auch erstmal wissen. Und er verbindet sich nicht. Warum nicht? Test. Na, jetzt geht's. Okay. So. Nee, rührt sich nicht. Ich hab doch Schmiermittel. Fettiges Papier. Eine Officer Murray Figur. Könnte man direkt niedlich nennen. Ist es aber nicht. Definitiv nicht. Ich mag diesen Sprecher, der ist einfach genial. Hier ist noch nichts zum Einschalten. Geldbeutel brauchen wir nicht. Das ist Mats Geldbeutel. Mach ich. Muss ich vielleicht irgendwie den. Das Ding ersetzen? Kann das sein? Das muss nicht. Das macht kein. Keine Ahnung, ob es Sinn macht. Ich will es einfach probieren. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten. Gute alte Teleskopente. Ich sollte auch eine haben. Der Globus ist aus dem Gleichgewicht geraten und wackelt von der Erschütterung der Züge. Vielleicht muss ich auf die Züge, auf die Zugfolge abwarten. Das kann sein. Mal sehen, was. Es hat funktioniert. Und los geht's. Und entfernen. Murray, Murray, Murray. Was tust du mir nur an? Oh, na toll. Verschwinde hier, Junge. Ich hab sein Büro total zerlegt. Ich glaub, der ist nicht gut auf mich. Okay, dann gehen wir immerhin. Okay. Genug rumgelabert. Ich brauch. Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Danke, yes. Betty. Du kriegst den Preis für den Mitarbeiter des Monats. Okay, wo sind wir? Amazon Express? Amazon. Freeport Station, da sind wir. Randalls Wohnung. Station und wir können noch. Ich glaube, da müssen wir hin, oder? Der ist ja Expressbote. Dasselbe gilt für einige Charaktere. Gut. Na, wer bist du denn, mein Junge? Ein Fremder. Er redet doch nicht mit Fremder, oder? Er sieht irgendwie weggetreten aus. Hi, Fremder. Redest du mit mir? Du bist echt kein kommunikativer Mensch, mein Freund. Gehen wir mal in die Kanalisation, bevor wir zum Chef gehen. Obwohl. Gehen wir einfach mal zum Chef. Hi, Chefchen. Good morning, Vietnam. Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter, meine rechte Hand, mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren?
Danke, Mr. Emerson. Ich hielt mich schon immer für Ihre Geheimwaffe. Ihr persönlicher Ninja oder sowas. Schluss mit dem Scheiß, Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Punkt 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag. Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Hören Sie, wenn Sie noch ein klein wenig mehr von dieser Geduld opfern würden, würde ich Sie angenehm überraschen. Oh, übrigens, bitte schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat mich bereits angebrüllt und ich habe einen Mordskater. Ah, das erinnert mich an was. Ich brauche einen Vorschuss. Was? Sehen Sie? Überraschung. Wo soll ich anfangen? Weißt du noch, als ich dir Freitagabend gesagt habe, du sollst den Laden dicht machen und dir den Schlüssel gegeben habe? Und jetzt sind Sie dran, mich zu überraschen. Ach ja? Na, ich musste einen Schlüsseldienst anrufen, um die Tür aufzubekommen. Und er hat mir einen besonderen Pyjama-Preis gemacht, weil ich ihn geweckt hatte. Also Schnauze und her mit dem Schlüssel. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen. Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein? Oh, das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweihen. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hex! Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Meinen Sie den Drohbrief an Ihre Ex? Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie? Da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauche da einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, Hex. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen, einfach so? Was habe ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hex. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab ihn doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie? Ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks! Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier.
Sie wollen mich also wirklich nicht bezahlen? Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer. Na, Chefs sind einfach nur nervig. Arrogante Arschgeigen. Alle zusammen. Nee, das Päckchen muss ich noch ausliefern. Auf der Kon... Das kann ich nicht einfach so... Vielleicht kann ich mir ein bisschen Wasser nehmen. Kein Durst. Kein Durst. Wieso nicht? Vielleicht können wir irgendwas abfüllen damit. Ich habe eine U-Bahn-Karte, einen Bolzen, eine Figur. Das wird nicht... Das ist kein... Auf jeden Fall muss ich versuchen, sein Paket zu kriegen, beziehungsweise mein Paket. Moment, ich hab doch das fettige Papier. Das gebe ich nicht weg. Wieso nicht? Das ist doch seins. Glaube ich. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Ja. Chefs, keiner braucht sie. Keiner will sie. Oh, großer. Ich muss einen Weg finden, um... Oh, da ist ja das Päckchen. Verdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein? Nehmen wir das mal mit. Okay, keine Situation. Was ist das? Geldautomat. Wir haben doch kein Geld. Ja, wäre schon geil, aber nein. Leider fehlt uns das Geld. Bank oder Pfand? Ich denke mal, ich werde seinen Ring verpfänden müssen. Nein, bin ich Rockefeller oder was? Scheiß Bank. Ich gehe mal davon aus, dass das der Plan ist. Ich denke mal, nein. Kaugummiautomat. Kriegen wir denn da was raus? Da braucht man wohl eine Münze. Ob ich Münzen habe? Habe ich Münzen? Habe ich noch Geld? Ich habe wirklich kein Geld mehr. Das sieht nicht gut aus. Gehen wir erstmal woanders hin. Okay, in die Bank kann ich wohl nicht rein. Gut, die Bank ist ein nicht für mich zugänglicher Ort. Notizbuch. Nehmen wir das mal mit. Sieht gut aus. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer... Hi Mel. Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja... Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder Comics Katalog von 1972, inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke in ihren klassischen knappen Kostümen mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Wo ist die? Wieso kann ich den Ring nicht verwenden? Diese Unglaublich. Ja, ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. Ein Teleskop-Entenbügel. Den habe ich selber. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelstahlbügel auch selber gemacht. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich! Brauche ich nicht. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja,
Der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja, naja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Ich weiß, das geht mich nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Mel, das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden. Das hat großen nostalgischen Wert. Wow, dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du? Ich liebe den Kerl. Okay, also, ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge, geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Werd's auf jeden Fall probieren. Ich glaube, der will gerade nicht mit... Hey, bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspann dich. Ein Protonenpack von dem Ghostbuster. Laufen ein paar Geister umnieten, aber dafür habe ich gerade... Was ist das? Ein was? Das kann ich nicht rumtragen. Ernsthaft, das Buster-Schwert von Claude aus Final Fantasy 7. Ich krieg zu viel. Ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh nein, das ist alles Müll. Er verkauft Müll, Gasflaschen. Die trage ich nur rum, wenn es unbedingt... Sieht nach Verkaufsunterlagen. Ja, Verkaufsunterlagen, okay. So viel bringt uns das jetzt nicht. Schon wieder ist mein Chat ausgegangen. Warum? Koala-Con. Was ist eine Koala-Con, bitte? Achso, da muss ich den Dingens abgeben. Zu meiner Wohnung kann ich leider nicht. Ich kann aber in die Kanalisation kann ich rein. Theoretisch. Oder auch nicht. Wer weiß schon, welche Gefahren und Killer, Krokodile, mutierte Schildkröten, tja. Vielleicht beides. Vielleicht mutierte Killer, Krokodile und Schildkröten. Könnte natürlich sein. Lass mich raten, da geht's nirgendwo hin. Gucken wir nochmal hier. Melz, Pfandleihe, Qualitätsschrott zur... You are here. Okay, da sind wir da, da. Also wir können direkt... In unser Zimmer fahren, kann das sein? Okay, die Orte verändern sich. Was natürlich klar ist, aber wenn man da hinfährt, sind wir jetzt direkt in der Wohnung? Nee, sind wir nicht. Der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Wir haben aber nichts, um den dran vorbeischleichen können. Das muss nicht... Ein kaputtes Radio. Was mache ich mit dem kaputten Radio? Der alte Marconi ist immer noch da. Ja, was machen wir denn da? Vielleicht nochmal ein altes Radio. Wo wäre ein altes Radio zu gebrauchen gewesen? Sicher, sicher. Ich verstehe. Verzeihung, Sir. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben? Aufgelegt. Ich glaube, der Kerl hat auch wieder Probleme. Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Hallo, Randall.
Warum so ein langes Gesicht? Machst du dich über mich lustig? Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt ja. Sind für immer. Keine Verkäufe für dich, hm? Naja, hab meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken und... Ja, sehr tragisch. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe Welpen. Ja, meine kleine Susie möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Also, was genau ist dein Problem? Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon 2 Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Ich kann nicht mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Ach, Kopf hoch! Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären alle meine Probleme gelöst. Zumindest erstmal. Wenn du nach jemandem mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Echt? Ja, aber es heißt auch, dass die Morlocks eine Großoffensive planen. Also nimm's nicht zu wörtlich. Aber ist dein Vermieter leichtgläubig? Naja, ich schulde ihm die Miete für 3 Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich, aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine haarigen Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Egal. Ich muss es versuchen. Hm, ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh, und ruf nicht bei Vollmond an. Es könnte echt schief gehen. Ich ruf ihn jetzt gleich an. Sehr gut, dann können wir direkt drauf hingehen. Hallo? Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand. Besorgt ihr einen vernünftigen Job, Drecksack. Ich hab's wieder verbockt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Oh, komm schon, nicht aufgeben. Versuch's nochmal. Warum? Er hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Interesse hat. Du musst dranbleiben, Mann. Das ist also bei Wondermatic, ja? Nur weil jemand dich einen Drecksack nennt, glaubst du, er hat kein Interesse? Du kannst doch nicht einfach bei der ersten Hürde aufgeben. Na gut, ich werd's nochmal versuchen. Hallo? Guten Morgen, Sir. Ich glaube, es gab da eben ein Problem mit der Leitung, als... Siehst du, er hat recht. Ich bin ein wertloser Drecksack. Ich hab's dir ja gesagt, er ist ein ungehobelter, streitsüchtiger alter Mann. Du sagtest doch, er sei leicht zu manipulieren. Aber ich schaff's nicht mal, ihn für 2 Sekunden am Telefon zu behalten. So kann ich nie etwas verkaufen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Alter. Mit mir redet er auch nur, wenn er mich bedrohen oder beleidigen will. Genau wie mein Boss. Und meine Frau. Sogar meine Kinder. Junge, du machst deutlich was falsch. Komm, lass mich mal. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach lügen. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh komm, gib mir dein Handy, du hast nichts zu verlieren. Oh, auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Showtime. Sehr gut. Guten Morgen, Sir. Wären Sie am Kauf eines brandneuen Sets Wondermatic-Produkte interessiert? Nein.
gewohnt empathisch. Das dachte ich mir. Komm, rück nochmal dein Handy raus, Mann. Ich glaube, das kriege ich. Klar. Schau. Hallo? Sehr geil. Wow, der klang richtig aggressiv. Das habe ich mir Sag, komm, gib mir noch mal das Ding. Das Showtime. Ich liebe es, wenn Adventures einfach nur gut synchronisiert sind, so wie dieses hier. Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Das wurde völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich glaube, der möchte nicht mit mir telefonieren. Das finde ich echt keine gute Angewohnheit von ihm. Ich wusste. Nein, das ist nicht hoffnungslos. Wir müssen aber nur Gas geben. Showtime. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Hicks? Bist du das? Yep. Hier ist Hicks. Ich habe mich aus dem Apartment geschlichen und ich habe Ihr Geld noch immer nicht. Na, was sagen Sie jetzt? Ist das so? Dann sage ich, ich kenne jemanden, der heute Nacht auf der Straße. Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Du verdammter Bastard. Findest du das etwa lustig jetzt? Dann mal viel Glück, heute Nacht ein Dach über den Kopf zu finden. Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade getan. Okay, also ihr redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne, hier. Ich, was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Aha. Aha. Ich verstehe. Sicher? Ist das geil. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach verschwinden würde. Cool, haben sie in die Wohnung geschafft. Mortimer. Mortimer? Okay, Mortimer will nicht. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Okay, was haben wir denn sonst? Was habe ich noch in meinem Zimmer, was ich verkaufen könnte? Eigentlich das, den Dattelautomat, oder? Bin doch nicht irre. Die habe ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Mist noch mal was anfangen kann. Ich auch nicht. Vielleicht die Socke noch mitnehmen? Warum zum Geier? Vielleicht will er die ja haben. Wer weiß. Ausprobieren. Ausprobieren. Ich glaube, das war's, oder? Mehr habe ich hier nicht. Was habe ich auf der rechten Seite? Pizza und Müll. Heißt, kann ich hier noch was mitnehmen? Brauche ich nicht, mein... Nichts. Ich könnte durchs Fenster abhauen, aber das da führt nicht zu Feuerlein. Was mit dem Abhauen hatten wir schon hinter uns. Ich glaube, ich nehme lieber die Tür. Okay. Wirklich? Und wenn ich das Deluxe-Set jetzt gleich bestelle, legen Sie noch eine elektrische Zahnbürste oben drauf, oder? Klingt gut. Okay, hören Sie zu. Wenn ich das Basisset auch noch nehme, bekomme ich doch sicher einen Rabatt. Aha. Aha. Sehr schön. Wie war das mit der Ratenzahlung? Wunderbar. Natürlich. Herzlichen Dank, Sir. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Und keine Sorge, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie sich für den Dreipack-Deal entschieden haben.
Nein, nein, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Sir. Auf Wiederhören. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Das Letztere ist vollkommen nutzlos. Das muss gefeiert werden. Ein anderes Mal, Kumpel. Ich habe noch was zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Lass mich dir wenigstens etwas geben. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn's was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl... Ist es Gift? Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet. Und wenn das so ist, dann... Ja, Gift ist nicht so das Wahre, was ich haben möchte. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier, vielleicht wird das nochmal nützlich. Okay, danke, Mann. Wir sehen uns. Ein Hammer. Er gibt mir einen Hammer. Ich habe meine gute Tat. Okay, lassen wir das mal so stehen. Ich habe ein Ticket, Betty, du kannst mich mal. Ein Hammer. Ich denke, ich werde jetzt zur Pfandleihe gehen. Werde den Kram andrehen. Wo ist der Kram? Der Schachtel voller Zeug. Sicher. Absolut. Vorher brauchst du nicht wieder an. Zeit ist Geld. Da hätten wir es. Einige seltene authentische Stücke aus der Welt der urbanen Subkultur. Der Legende nach sind sie von einer mysteriösen Aura durchzogen. Dann schauen wir uns den Müll mal genauer an. Lavalampe. Kann ich dir ein einmaliges Angebot für diese Lavalampe machen? Die Lava ist eine Mischung aus Krakatau und Vesuv. Geschüttelt, nicht gerührt. Sorry, davon habe ich hier schon 9. Shit. Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Nee, falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Alter Aztekenruinen. Das ist eine Trophäe, die ich gewonnen habe, als ich einen Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Poolmatch in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sage ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel, das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang aus Massachusetts verbannt wurden. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen. Und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf dem Billardtisch entschärfen. Das ist echt was, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Diese Konsole ist so gut wie neu. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert. Aber wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Aber Vorsicht, alle Fragen sind auf Koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für 3 Tage aus wie der Indianer aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben einem einen guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. Das war's? Kein Ass mehr am Ärmel? Hab ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Sorry, aber das Einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser Ring. Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Na dann, Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war's dran, Kleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst eine Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als eine Menge geben. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet habe? Siehste? Du hast's gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. Verdammt, Hicks! Ich will mein scheiß Geld! Und ich will es jetzt! Das ist zu krass. Ich kann den Ring nicht verkaufen. Was ist mit Matt? Er wäre am Boden zerstört. Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Nein, das ist nicht richtig. Hör mal zu, Freundchen! Du verkaufst
packst jetzt besser den Drecksring und bezahlst deine Schulden. Oder ich schwöre bei Lucifer, ich mache das Leben zur Hölle. Komm schon, Randall. Hör nicht auf ihn. Du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Grenzen. Schnauze, du Weisei! Die Erwachsenen unterhalten sich. Und wenn du es wagst, zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieß ich dich auf wie ein verdammtes Fleischbällchen. Oh, Himmel! Der Bastard hat eine Mistgabel. Und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ich verlange ein Flammenschwert. Jetzt beruhigt euch, es gibt keinen Grund zu streiten. Ich werde dich aufspießen und über kleiner Flamme rösten, du dreckige Made. Verdammte Scheiße, der Wichser meint es ernst, Randall. Verkauf schon den verfickten Ring, ist schon okay, hat mich eh nur ein Dorito gekostet. Gib dem Scheißbastard sein verficktes Geld und der ganze Scheiß hört auf. Dann mach ich's. Bist du einer von diesen Leuten, die, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, kleine Schulterteufel und Engel sehen? Bingo! Und ich mache genau das, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Mercury Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Aber ja, keine Sorge. Kenn ich von woher? Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Also zurück zum Geschäft, ja? Schön, dass du es dir überlegt hast, Junge. Hast du den Ring dabei? Hier, die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Dann los, was hält dich auf? Bitteschön. Wow, jederzeit, Alter. Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen, Kleiner. Nur einen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola-induzierten Halluzination bist. Ich werde einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, naja, wir sehen uns. Okay? Tschüss. Wobei, kann ich den Ring nicht wieder zurückklauen? Nö. Okay, tschüss. Hört euch nicht gut an. Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Und aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Donald Trump hier. Ich bin auf direktem Weg zu einer Privatparty bei Hefner zu Hause, also fassen Sie sich kurz. Randall? Sally, was ist los? Randall! Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Sally, komm schon! Du machst mir Angst! Was ist passiert? Du musst zu Matt nach Hause kommen! Jetzt! Was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall! Ich will das nicht im Telefon erzählen! Aber was hat Matt? Was hat er gemacht? Matt hat... Oh Gott! Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst dich einfach auflegen, verdammt! Ich muss zu Matt und rausfinden, was hier los ist, auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme. Okay, fahren wir zu Maddie Boy. Wo ist die U-Bahn-Station? Hinten. Ich muss zu Matt's wo. Na, ich wollte ihm das Geld abgeben. Ach, immer diese Weisheit. Ein Schlüssel zu einem Ausweg ist immer in meinem Inventar. Wow, was für eine Party. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich komme so nicht zu Matts Wohnung. Hi, Hot Dog Man. Morgen. Wie läuft das Geschäft? Läuft. Gerade scheint es etwas mehr zu werden. Schön für dich. Irgendeine Idee? Nö, aber wen interessiert's? Ist eh immer dasselbe. Alter, wovon zum Geier redest du? Oder ein riesiger Marshmallow-Mann? Das sind meine Lieblingssagas.
Okay, du bist cool. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, komm schon. Bring mich nicht dazu, mir Orangenschalen zwischen die Zähne zu stecken und dich fertig zu machen, bis du alle deine Sünden gestehst. Okay, erwischt. Ich liebe einfach gute Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind. Gibt's denn noch andere? Du sagst es. Okay, da du noch nicht nachgefragt hast, mach ich mal. Ein Hotdog mit allem, bitte. Danke. Gern, aber leider ist das nicht möglich. Mein Gas ist alle und ich brauche eine neue Flasche für den Kocher. Hast du keinen Ersatz? Wenn es so wäre, wär's mit dem Hotdog auch kein Problem, oder? Ich weiß nicht. Die Wege menschlicher Du... Amen. Warum holst du denn nicht einfach eine neue Flasche? Wenn das mal ginge. Aber ich kann den würstchenfressenden Kopf da nicht aus den Augen lassen. Der allein bringt meine Kinder durchs College. Verstehe. Aber weißt du, wenn du nichts zu verkaufen hast, wie willst du ihm dann was verkaufen? Ach, du verstehst nicht, Junge. Der Kopf da ist heiß begehrt bei jedem Bastard der Hotdog-Gilde. Wenn ich auch nur eine Sekunde nicht aufpasse, stürzt sich Abe Froman, der Wurstkönig von Chicago, direkt auf ihn. Okay, naja, ich hab ja keine Ahnung, aber ist hier rumstehen, ohne was zu verkaufen, nicht echt schlecht fürs Geschäft? Oh, ja, ja, wenn du das so sagst, klingt es echt blöd. Ich würde sagen, du brauchst sofort eine neue Gasflasche. Glaub mir, ich kann Marys Magen bis hierher hören. Hey, Sekunde, hat Froman dich geschickt? Der will mir mein Monopol auf diese Pac-Man-artige Fressmaschine wegnehmen, was? Nur über meine Leiche! Nein, nein, auf keinen Fall! Für was für einen Menschen hältst du mich? Ich bin ein ehrlicher Typ. Komm schon, ein bisschen mehr Vertrauen, bitte. Hey, ich sag dir, was du von mir kriegst, Schlange. Ich zähl bis 10, dann bist du mit deiner hässlichen Scheißvisage hier verschwunden, bevor das Blei dich durchlöchert. Warte. 1, 2, 10. Ein Klassiker. Den Rest kannst du behalten, Dreckschwein. Das war übrigens aus Kevin allein zu Hause. Beziehungsweise wenn ich so deine Filmvorlieben bedenke, würde ich jetzt von dem mal Film, der da abgespielt hat. Ich weiß nicht, welcher das war. Wir haben ihn in den Arsch getreten. Wohlgesprochen, Freund. Jetzt kann ich dir vertrauen. Er hat mich vollgeschleimt. Wäre auch noch akzeptabel gewesen. Okay, jetzt wo wir Freunde sind, kann ich bitte einen Hotdog haben? Tut mir leid, ich habe immer noch dieses kleine Gasproblem. Aber jetzt wo wir Freunde sind, kann ich dir die Mission anvertrauen, eine neue Flasche zu besorgen. Eine gefährliche, von Mysterien durchzogene Queste. Oh, jetzt wo wir Freunde sind, darf ich die Drecksarbeit für dich machen. Schon klar. Ganz genau. Sag mir einfach, wo es hingeht, damit wir es hinter uns bringen können. Alter. Kennst du Mels Pfandleihe? Klar, der gute alte Mel. Jetzt weiß ich auch, was du mit gefährliche Queste meintest. Aber warum zur Hölle kaufst du dein Gas beim Pfandleiher? Naja, Mel macht gute Preise und bietet einen schnellen, effizienten und sehr persönlichen Service. Oh, verstehe. Geklautes Gas, hm? Vielleicht. Okay, kein Problem. Hab gerade erst Geschäfte mit ihm gemacht. Gib mir eine Minute. Gut, heißt wir haben Gas, müssen wir bei dem Kerl holen. Dame, was hat die Dame zu erzählen? Verzeihung, Ma'am, wissen Sie, was hier passiert ist? Sekunde eben, Marianne. Ich will keinen Flyer. Hauen Sie ab. Was? Nein, warten Sie. Was? Was wollen Sie? Wissen Sie, was hier passiert ist? Moment mal. Sie sind Matthews Freund, der Kleptomantiker. Kleptomantiker? Echt jetzt? Egal, ja, das bin ich. Nun, ich bin seine Nachbarin. Und ich muss sagen, was Sie da auf dem Dach während Ihrer Weihnachtsfeier gemacht haben, gefiel mir gar nicht. Hören Sie mal, ich habe mich bereits beim Bürgermeister, dem Polizeichef und dem Tierschutzverein entschuldigt. Ich habe sogar eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, um mich in aller Öffentlichkeit zu entschuldigen. Mein Sohn hat alles gesehen. Und glauben Sie mir, das hat einige schlimme seelische Schäden verursacht. Oh, shit.
Ich weiß nicht, was Matthew dieses Mal angerichtet hat, aber es muss ernst sein. Sie lassen nämlich niemanden mehr in das Gebäude. Und jetzt verschwinden Sie! Oh, was für ein niedlicher kleiner Junge. Du bist hässlich. Also, das ernsthaft? Ist subjektiv, meinst du nicht? Ich glaubte schon immer daran, dass wahre Schönheit... Du riechst nach Pippi und Popo, bläh. Auch diesmal, Kleiner. Das ist deine Meinung. Die respektiere ich. Aber der Punkt ist, du solltest einfach... Schnauze, du Schwein! Du bist hässlich und blöd. Sprich nicht mit Fremden, Schatz. Wer weiß, was für schmutzige Sachen die reden. Du hast deine Mutter gehört, du kleiner Mescal. Ignorier mich einfach. Du stinkst. Ich finde das Spiel so genial. Es ist einfach genial. Entschuldigung, ich würde gerne da ins Gebäude, wenn ich darf. Sehe ich aus wie jemand vom CSI? Sprechen Sie mit dem Kopf da drüben. Nee, mit dem Kopf werde ich jetzt gerade nicht sprechen, sondern ich werde eine neue Gasflasche besorgen an Melf Pfandshop, Pfandleier. Und wehe, einer klaut mir mein Geld. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Oh, der in der Brechstange. Ich soll da nichts los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ist gut. Du musst nicht für den Schuss machen, oder? Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Du kannst also den Deal mit den... Entschuldige mal, kann ich dich mal kurz sprechen? Hat gerade Kundschaft. Ich komme gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Er sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass er es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Oh, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Die trage ich nicht rum. Vielleicht muss ich die Uhr reparieren? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies. Was habe ich denn die Quittung nochmal gemacht? Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Nö, der hört mir nicht zu, bis er fertig mit Reden ist. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist das der GameCube? Das ist eine alte Nintendo-Konsole, sehe ich gerade. Du hast noch viel Zeit. Interessant. Xbox? Fragezeichen? Nee. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Die kann ich... Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Nö. Aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Erstmal mit Mel reden, damit es keine Missverständnisse gibt. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, erst dass die Lassies Probleme machen. Ja, warum nicht? Kann ich nicht nehmen. Du kannst also den Deal mit dem... Okay, jetzt habe ich eine leere Flasche genommen, wo auch immer ich die brauche. Einen sehr guten Preis. Für auch immer. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffe. Übrigens. Wie spät ist es? Das ist die Maske von Dingens. Wie ist der? Von Freitag der 13. Jason. Ach, es ist immer schön, so kleine Referenzen. Was ist mit der Konkurrenz? Ja, ich weiß nicht, wohin damit. Schauen wir mal nach. Was haben wir denn noch im Inventar? Eine leere Flasche. Hört sich schon mal gut an, wenn wir eine leere Flasche. Können wir jetzt vielleicht das Geld wegbringen? Ich nehme ich nicht. Ja, Mr. McCrone, ich will jetzt das Geld abgeben. Meine Miete bezahlen. Ich denke nicht, dass das klappt.
Ah. Ich glaube, das war genug. Second-Hand-Philosophie, ja. War nicht schlecht. Ich habe meine. Okay, hier sind wir komplett fertig. Das heißt, wir müssen. Mit Hammer? Hammer? Fragezeichen. Einem harten Gegenstand. Ich glaube nicht, dass. Wieso nicht? Mats Wohnung, Amazon Express. Die Frage, was kann ich denn. Ich habe ein komisches Radio, Mats Pfand Shop. Leute, jetzt wo ich es gerade sehe, Zombie Pirate Straße, Tentacle Avenue. Laffer, oh mein Gott. McCracken, Zack McCracken. Das sind alles Anspielungen. Ich schaffe allein, ja sicher. Gilbert Lyle, oh mein Gott. Ich bin so langsam müde, Leute. Keine gute Kombi. Jetzt die Frage, was ich damit machen soll. Kann ich vielleicht mit ihm hier nochmal reden? Jemand zu Hause? Hey, Murray! Ich bin's, dein Freund Randall. Komm schon, wir haben uns gerade erst getroffen. Hat keinen Sinn. Ich glaube nicht. Gut, da haben wir ein Problem. Kann ich mit ihm reden? Hey! Was machst du noch hier? Die Zeit läuft ab! Der Würstchen... Ei, ei, Captain. Pfandschaft Amazon Express. Jetzt hätte ich Geld für einen Kaugummi. Schauen wir mal nach. Wer zaster, bleibt bei mir. Zaster! So kann ich ihm das. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ist gut. Du musst nicht für den Schuss machen, oder? Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Ah, hier sind wir. Betrete Mats Haus. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten. Ist das euer Ernst? Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist. Keine ich glaube nicht, dass das. Aber entspann dich. Das ist keine gute. Noch viel Zeit. Wie zum Henker krieg ich diese verdammte Mutter aus dem Ding raus? Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten gemacht? Preis. Was hab ich gemacht, Fandleier? Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Typen an, Freunde. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ist gut. Du musst nicht für den Schuss machen. Ja, das war mir auch klar, dass ich das machen muss. Also Problem, ist alles noch krieg ich das Ding denn da raus? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Das ist verkaufen. Ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Er selbst da steht nicht drin, ich. Moment. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher.
Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung. Das hat nicht geschafft. Du hast noch viel Zeit. Ja, es kommt von mir. Du musst nicht den Schuss machen. Was ist mit der Konkurrenz? Ah, ist alles noch unter Kontrolle? Muss die Sachen sich ansehen, damit man was rauskriegt? Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Das muss man ja wissen. Natürlich hätte ich das dann probiert. Oh, passt perfekt. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Das für pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings. Mir war so klar, dass ich die Uhr reparieren muss, aber. Wie spät es ist. Dass ich das Teil dafür draus kriege. Ah, oh, komm schon, ey. Das macht Sinn, aber ich muss die richtige Stelle finden. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Offens und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Das macht Sinn, aber ich muss die richtige Stelle finden. Die trage ich nicht. Du kannst also den Deal mit den Nerven machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Tag. Da ist das Loch, okay. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Passt ja. Scheinbar. Scheinbar. Ziehen wir das Ding auf. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden... Okay, es ist Zeit. Die Lieferung kommt bald an. Ich gehe besser. Bis dann, Mel. Hi, Mel. Hey, Randall? Randall, klar. Wie kann ich dir helfen? Hast du noch mehr Ringe für mich? Eigentlich bin ich dieses Mal für jemand anders hier. Okay, dann schieß mal los. Ich weiß den Namen von dem Typen eigentlich nicht. Ist dieser Hotdog-Verkäufer, den ich gerade erst kennengelernt habe. Aber du weißt ja, ich bin einfach ein guter Samariter. Aber egal, red weiter. Ja, also der Typ war hier, um eine neue Gasflasche zu kaufen. Aber wie sich herausstellte, war die, die du ihm verkauft hast, leer. Echt? Hast du eine Quittung? Klar habe ich die. Was denkst du denn, was ich für einer bin? Jemand, der Sachen verlangt, ohne überhaupt eine Quittung zu haben? Würde mich jetzt nicht überraschen. Hier, das ist sie. Okay, Mann. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich werde sie heute vorm Dichtmachen auffüllen. Du kannst die da neben der Uhr haben, die ist voll. Danke. Vorm Dichtmachen auffüllen, ja? Das war gar nicht mehr so schlecht. Ich lasse die leere Flasche einfach hier. Ah. Die ist leer. Viel Spaß mit der leeren Flasche, mein Freund. Also muss ich Sachen anschauen, damit man was rauskriegt aus denen. Das ist schon mal gut zu wissen. So, mein Freund. Ich gebe dir jetzt deine komische Gasflasche. Danke, Junge. Alter, ich hoffe, deine Hotdogs sind vom Feinsten. War echt ein Kunststück, deine Gasflasche zu bekommen. Und ich habe einen echt wichtigen Anruf verpasst. Klappe zu und sieh dir das an. Schau mal, wie dem Trottelkopf die Nase vom Geruch heißer Würstchen zuckt. Muss was Angeborenes sein. Reiner Instinkt. Ja, sieh nur, er kommt schon rüber. Wie von Zauberhand. Naja, hier als kleines Dankeschön ein Hotdog mit allem drauf. Und jetzt muss ich an die Arbeit. Mein Gefühl sagt mir, dass dieses Exemplar sich schon bald auf meinen Laden stürzt. Ich muss mich vorbereiten. Okay, klar. Man sieht sich. Lieutenant Hicks, Spezialeinheit. Sie sind hier fertig, Murray. Ich übernehme ab hier. Sorry, Junge. Ich bin nicht blöd. Sicher? Ist wohl nicht dein Glückstag. Wir können nicht einfach irgendwelche Leute von der Straße da reinlassen. Verdammt, ich bin nicht irgendwer. Ich bin Ihr Freund, Randall. Was ist nur mit Ihnen passiert? Sie waren mal so cool. Naja, ich... Murray, mal echt. Wir können nicht einfach ignorieren, was da in diesem feuchten Keller passiert ist. Da war etwas. Mehr als nur Worte.
Sie waren sogar mit ihrem Knüppel an mir dran. Und jetzt müssen wir so tun, als sei das nie passiert, okay? Wir müssen unser Leben... Dieser feuchte Keller war mein Büro, du Spinner! Und ich habe den Verdacht, dass seine völlige Zerstörung deine Schuld ist. Das verletzt mich, Mary. Ich dachte, wir zwei hätten diese besondere Verbindung, aber jetzt begreife ich, dass Sie mich die ganze Zeit nur verarscht haben. Die einzige besondere Verbindung, die ich habe, ist die zu meinem Grill, einer kalten Limo und einer Handvoll deutscher Würstchen. Ah, kann mir gut vorstellen, was für Würstchen Sie meinen. Was? Nein, ich meinte... Ja, schon klar, deutsche Würstchen. Keine Sorge, Mary, ich urteile nicht. Verschwinde! Und was war das vorhin, Murray? Vor ein paar Stunden wollten Sie noch alles über mich wissen und jetzt ganz plötzlich interessiert Sie das alles nicht mehr? Was ist nur mit Ihnen los? Ich habe doch nur einen Bericht geschrieben. Dafür musste ich alles über dich wissen. Gott, ey. Das ist ja wohl die lahmste Ausrede aller Zeiten. Ein 15-jähriges Mädchen könnte besser flirten als Sie. Wissen Sie was? Ich versuch's mal mit umgekehrter Psychologie. Ich will nicht da rein, Murray. Wagen Sie es ja nicht, mich da reinzulassen. Ich will nicht. Ja, fast hätte es geklappt, Junge. Schade, dass du vorher mit dir selbst geredet hast. Ah, scheiße. Das war eigentlich für meinen Kumpel hinter der vierten Mauer gedacht. Ignoriere diese Mauer einfach und verzieh dich von hier. Bitte, Officer Murray, ein guter Freund von mir ist da drin und er ist in Schwierigkeiten. Und ich weiß, ich habe hier keinen herzlosen Bastard in einer Uniform vor mir. Wie wäre es mit diesem schönen Geldbündel für einen kleinen Schritt zur Seite? Du bist nur in der Lage, mich mit Respekt zu behandeln, wenn du mich bestichst. Du bist jämmerlich, Randall Hicks. Ich wusste, dass Sie meinen ganzen Namen kennen. Ich habe dieses gewisse Funkeln in Ihren Augen gesehen, als ich ihn zum ersten Mal sagte. Beim ersten Mal sagtest du, dein Name sei Lee Harvey Oswald. Okay, aber Sie haben dasselbe Gesicht gemacht. Das war's. Ich verschwende keine Zeit mehr mit dir, Junge. Sie machen Schluss mit mir? Da drin gehen ernste Dinge vor, Junge. Das ist kein Spaß. Also tu dem Gesetz einen Gefallen und geh einfach nach Haus. Okay, ich werde auch mal halbwegs ernst und frag, was da eigentlich vorgeht. Ich kann nicht über Details reden, aber soweit ich weiß, ereignete sich der Vorfall in Matthew Griffins Wohnung. Das ist er. Das ist mein Freund Matt. Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß selber nicht genau, aber ich kann nur Leute reinlassen, die ihm nahestehen. So wie Verwandte. Ich bin sein bester Freund. Seine Freundin hat mich eben erst angerufen, damit ich herkomme. Ich weiß nicht, Junge. Du hast meine Gefühle verletzt, weißt du? Und wenn man alle relevanten Fakten bedenkt, kann ich dir einfach nicht vertrauen. Also, nein, du kommst da nicht rein. Ich glaube dir nicht. Mach, dass du wegkommst. Mary, wie schon ein großer Österreicher einst sagte, ich komme wieder. Der Gedanke an einen muskulösen Österreicher hat sich schon etwas heiß gemacht, was, Mary? Hey, gehen wir zu. Verschwinde nochmal. Hau ab. Das ist ein Befehl. Ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Okay, von mir aus. Herrgott nochmal, wenn ich doch nur ein Telefon im Inventar hätte, dann könnte ich Sally anrufen. Aber nein, das ist nur ein Stilmittel. Das klingelt, wann immer das Schicksal das entscheidet. Das ist scheiße. In diesem blöden Spiel kann man nur Anrufe annehmen. Ja, gewöhn dich dran, Randall. Wobei, ist eigentlich auch egal. Ich habe sowieso kein Guthaben mehr. Ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr aufgeladen. Wahrscheinlich gebe ich einfach gern Videospielen die Schuld an allem. Ich muss da einen Weg reinfinden. Und warum rede ich schon wieder mit dem Blödmann hinter der vierten Wand? Hau ab, geh weg, du zerstörst mein Leben. Dann wiederum, durch dich habe ich eine unverschämte Summe Geld bekommen. Ach, zur Hölle, mein Leben ist plötzlich ein Abenteuer. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade meinen Job verloren habe. Das Geld lindert allerdings den Schmerz. Hey, warte mal! Okay, du kriegst noch eine Chance, aber diesmal verbox nicht. Alles klar, Randall, wer kriegt das hin? Ich will nicht wissen, worum es hier geht, also ernsthaft. Lass mich rein. Achso, ich muss ihm den Hotdog geben, oder? Ich weiß, dass Murray Hotdogs liebt, aber so weit gehe ich dann doch nicht. Ich schulde ihm nichts. Kann ich nicht einfach reingehen?
wenn es mal so einfach wäre. Ja, sollte eigentlich. Was habe ich denn noch im Inventar, ein Hotdog? Geld, eine Flasche, eine Feder. Ich bin nur ein Kurier. Keine Ahnung, wie man das wieder hinkriegt. Das muss nicht geklebt. Das muss nicht. Wie löse ich das Problem? Ich glaube, ich weiß, wie ich das Problem löse. Ich drücke Escape, drücke auf Speichern und mache für heute erstmal Feierabend. Ist schon spät, hab noch ein paar Sachen zu tun. Ich speichere nochmal ab. Sage danke fürs Zusehen und ich schalte nicht gleich wieder ein, sondern erst morgen, denke ich mal.